schwach ist. Niemand kann der Macht der Eldar Widerstand leisten. Gefunden. Dämonischer Geschütz. Feuer frei! So, dann die da platt machen. Kann ich nochmal Wurfspinnen rufen? Wir brauchen mehr Nein. Ressourcen. Bevölkerungslimit. Das ist kein Ort zum Rasten. Wir sind versammelt. Da drüben ist ein Energiekern. Da ist nur ein... Da ist ein Seekorrigator, aber nirgendwo eben ein... Gebäude, was Bevölkerungslimit erhöht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal unsere Hauptheldin verbessert. Der Feind möchte von Mann zu Mann und Schwert zu Schwert kämpfen. Noch eine vergeudete Seele, auf die verzichtet wurde. Keine Pause, kein Gedanke an Gnade. Zerfalle, Ding des Chaos. So, hier heizen wir einfach durch, weil jetzt gleich der Baneblade wiederkommt. Genau. Unsere Aspektkrieger sind dem Feind zum Opfer gefallen. Der Tod steht euch gut. Das Land soll verbrennen. Brennen wir sie mal raus. Wir füllen die Reihen unseres Schwadrons neu auf. Unsere Spinnenbrut nimmt zu. So, alle wieder hochgeheilt. Das heißt, wir können jetzt den Weg weiternehmen. Und als nächstes diesen Korrigator ausschalten. Ja, das Gebäude, das das Sentinel da zerstört hat, ist jetzt nur halb so wild. Unkundiges Wesen. Ihre Seite ist wie eine
Also ich muss dann entweder die Runenprophetin oder den Runenleser weiterhin mitnehmen, weil nur die beiden das Halbpack benutzen können. Was ja doch nicht ganz unwichtig ist. So, brennen wir die da mal aus. Und die sind weg. Ah ja, jetzt kommt da noch das Gebiet hier. Den Bunker räumen wir mal mit einer Granate leer. So, brennen wir die mal weiter aus. Und jetzt noch die C-Korrigator ausschalten, damit wir hier oben die beiden Türme kriegen. So, hier können wir einfach durchracen. Räumen da mal leer. Ja, die ballern lieber das Gebäude kaputt. Der Gardist ist alleine, also solltet ihr das Gebäude in Besitz nehmen, damit wir ihn wieder auffüllen können. Ein Ziel der imperialen Armee ist vernichtet. So. Truppen, Truppen, Truppen. Du mehr Schaden machen. Hier oben ist noch ein bisschen mehr zu holen. Erstmal den da wegmachen, der uns unterdrückt. Also ja, an Energie mangelt es mir nicht, dafür an Anforderungspunkten. Und da kommen die Plague Marines. Dem Sinn bringt seine Deckung auch nichts. Wir werden vom Chaos eingetötet. Das auf die Seuche.
Ja, soweit ich weiß, die Plague Marines bewachen was. So, jetzt musst du noch weg. Oder auch nicht. Oder muss ich auch erst den noch da hinten wegmachen? Also, soweit ich weiß, ist dann hier was gespawnt. So, brennen wir sie aus. Okay, wir kriegen nichts daraus. Also habe ich mich getäuscht. Das heißt, wir gehen Truppen ersetzen, weil wir haben wieder eine Warpspinne verloren. Wie immer dienen wir dem Weltenschiff. Was wünschen Sie? Oh, wir können keine neue Warpspinne nachbauen. Wahrscheinlich, weil wir für die einfach keine Ressourcen zurückkriegen, weil sie kostenlos waren. Das ist dann wohl ein kleiner Nachteil von dieser Fähigkeit. Hallo Sentinel. Tschüss Sentinel. Okay. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen. Da sind sie. Das war es, ihr Maden. Hier werden wir euch begraben. So, den C-Kogigator zerstören, dann haben wir es geschafft. Könnten wir bitte aus der Cutscene rauskommen, während wir angegriffen werden, damit wir uns auch wehren können? So, die Treppe hoch, den dann noch töten. Und den C-Kongigator ausschalten. Fertig. Hier, das ist das Warp-Portal. Ich gehe hinein und erkunde seine Ausgänge. Wartet auf meine Rückkehr. Wir haben gesiegt. Jo. Hey, Impulsminen.
Stufenaufstieg für die beiden. Erfahrung für den Trupp. Alle Einheiten vor Verkauf schützt. Oh, auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, leveln wir noch und rüsten aus. Ich weiß nicht, ob ich Banshees möchte. Deswegen nehme ich die Warp, den Aspekt der Warp-Spin. Auch wenn ich noch keine Exarchin habe. Ronan, was hast du im Warp-Portal erfahren? Wie erhofft, ermöglicht es uns, Typhon zu verlassen. Wir haben nun die Wahl, auf welcher Welt wir im Dienste der Prophezeiung sterben wollen. Deine Gehässigkeit über unsere Methoden ist überraschend, Ronan. Kamst du nicht ursprünglich vom Weltenschiff Uldwe, dem Weltenschiff der Seher? Ich bin jetzt ein Wanderer. Ich gehöre zu keinem Weltenschiff. Dann weißt du aber, dass die Eldar durch die Prophezeiungen der Seher überleben. Vergiss nicht, dass wir erfolgreich die Seelen des Weltenschiffs Kolzee geborgen haben. Die Seelensteine, die die Phantomlords führten, um die Necron auf Yukinas aufzuhalten. Selbst Flüchtlinge von Uldwe wurden von den Gletschern auf Kronos gerettet. Ohne die Visionen unserer Seher hätten wir sie nie gefunden. Ach, davon hatte ich noch nicht gehört. Es war ein Geheimauftrag. Die Bloodravens auf Kronos behielten dort eine sichere Stellung und wir konnten es nicht riskieren, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Und doch war die Bergung ein großer Erfolg. Selbst die Seelensteine der Gefallenen wurden nach Jahren des Schneefalls geborgen. Alle außer einem. Was? Du weißt davon? Thaldea, habe ich recht. Die Runenprophetin, die die ursprüngliche Expedition nach Kronos anführte. Ihr Seelenstein wurde nie gefunden. Ja, unsere Prophezeiungen dienen uns wunderbar bei der Bergung unserer Toten. Sie hätten uns besser gedient, die vielen Tode zu vermeiden. Hm. Okay, Level-Ups und Granaten. Am besten für dich. Dafür kriegst du auch das Schild. Hier packe ich mal das hier rein, dass du auch in Stufe 2 bist. Die anderen kriegen ja auch einen ganz kleinen Schub dadurch. Ja, mentales Duell oder Zeitfeld. Verlangsamt die Einheit in einem Zielbereich. Ehrengarde verbessern. Hm. Nehmen wir mal Gesundheitsschub, für den Fall, dass ich wirklich sie behalten muss. Bei ihm sieht es so aus, als ob es eher Phantom-Druiden hätte. Also bleiben wir auch mal gerade dabei. Erhöht Rosens Schussfrequenz durch einen Antikraftplattform. Also ja, nehme ich bei ihm mal, da er eh Fernkämpfer ist, bei die beiden Sachen. Fahrzeuge muss ich hoffentlich nicht so häufig reparieren. Gut. Den Weltenschiffläden spenden kann ich gerade nichts, nein. Da kann ich nur Waffen und Rüstungen reinwerfen. So, gut, ich denke mal, da wir jetzt fast bei einer Stunde sind und das hier ja das Wochenendprojekt ist, vor dem jeden Sonntag eine Stunde kommen sollte, werde ich jetzt hier einen Cut machen. Bis jetzt haben wir es ja ziemlich weit geschafft. Ein Eingang ins Netz ist... Hier könnte ich dann auch wieder Banshees oder meine Warfspinnen komplett upgraden. Vielleicht sollte ich wirklich die Banshees nehmen. Oder die Warfspinnen vollständig upgraden. Das muss ich mir noch überlegen. Ja. Aber jetzt erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.